Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe wieder für euch ein leckeres, schnelles, einfaches Rezept. Und zwar Hackfleischbällchen im Ofen mit leckerem Gemüse. Ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, falls ihr dies noch nicht getan habt. So verpasst ihr keine weiteren Videos von mir. Nun wünsche ich viel Spaß beim Zuschauen. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch wie immer unter dem Video in der Beschreibung. Ihr benötigt einmal Hackfleisch, Pfeffer, Paprikapulver, Kumin, Salz, Ei, Olivenöl und eine Handvoll Petersilie. Dann noch Kartoffeln, Möhren, Spitzpaprika, Sahne, Wasser, Olivenöl, Tomatenmark, Gemüsebrühe, nochmal Salz, Ras el Hanout und Pfeffer. Ras el Hanout gibt es in zwei Variationen, einmal in Rot und einmal in Gelb. Wenn ihr keinen Ras el Hanout habt, könnt ihr eure eigene Gewürzmischung herstellen. Als erstes wird das Hackfleisch mit dem Ei, Olivenöl, den Gewürzen und der Handvoll Petersilie einmal gut durchgeknetet. Nun werden kleine Bällchen geformt, so walnussgroße. Ihr könnt sie auch kleiner oder größer machen, ganz nach eurem Geschmack. Nun stellt ihr sie kurz beiseite und jetzt wird das Gemüse in kleine mundgerechte Stücke geschnitten. Nun nehmt ihr eine Schüssel und darin mischt ihr die weiteren Gewürze mit dem Tomatenmark, Olivenöl, Schlagsahne und dem lauwarmen Wasser. Nun fügt ihr das Gemüse in die Soße hinein, einmal kurz durchrühren. Wer mag, kann das kurz 10 Minuten durchziehen lassen, muss aber nicht. Nun kommt das Gemüse mit in die Auflaufschale. Am besten könnt ihr das auch machen, indem ihr erst das Gemüse einfügt und dann die Hackbällchen drauf macht. Dann wird am Ende es mit Alufolie abgedeckt und in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. eine Stunde gebacken. Nach einer Stunde habt ihr ein leckeres, schnelles Abendessen. Dazu könnt ihr Reis servieren oder halt nur einen Salat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Für mehr abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine weiteren Videos von mir. Ich wünsche jetzt einen guten Appetit bzw. viel Spaß beim Nachmachen.